Artikel von Juri Paschodok, Militärhistoriker, so Entwicklung und Einsatz Su-85, sowjetischer Jagdpanzer. So, die Geschichte bewegt sich oft in einer Spirale und dieser Fakt wird von einer Situation mit dem sowjetischen Jagdpanzer illustriert. Im Sommer 1940, als die Aufgabe zur Entwicklung einer Selbstfahrerfähigkeit auf der Basis von Panzer T-34 rauskam, Erschaffung des Jagdpanzers für Panzerzerstörung. Im Frühjahr 1942 wurde diese Konzeption verändert und es kam eine Sturm-Selbstfahrerfähigkeit Su-122. Doch Anfang Mai 1943 brauchten die Streitkräfte eine bewegliche Kanone zur Panzerbekämpfung in der mittleren Gewichtsklasse. Am 8. August 1943, die Su-85, wurde endlich in Dienst gestellt. Wie? Die sowjetische Industrie die Herstellung neuer Maschine durchsetzte, die Su-122 ablösen sollte. Und wie diese Selbstfahrerfähigkeit mit den gestellten Aufgaben fertig wurde, auf dem Schlachtfeld in dem folgenden Artikel. Zur Organisation der Herstellung von 85 mm Selbstfahrerfähigkeiten auf der Basis von Panzer T-34 auf der Fabrik Ural-Masch. Das ist die Fabrik in der Stadt Nizhny Tagil in Sibirien. Bereits am 25. August forderte man die Herstellung der Su-85 zu beginnen. Bis zum Ende des Monats sollten schon 100 solche Selbstfahrerfähigkeiten hergestellt werden. Und im September wurde der Plan angehoben auf 150 Stück. Dabei sollte im August die Fabrik noch weitere 25 Su-122 bauen. Und es gab auch einen Plan zur Herstellung von T-34-Panzer. Damit ihr das versteht, die Su-122 ist auch nichts anderes wie diese Su-85 im Bild, nur mit einer kurzen, aber dicken 122 mm Kanone, die eine langsame, also es war eine Haubitze, die hat eine langsamere Fluggeschwindigkeit und war eher zur Bunkerzerstörung geeignet, weil Panzer fahren ja normalerweise schnell, also auf schnelle Ziele zu schießen mit einem langsamen Geschoss ist sehr, sehr schwer. Und es ist also die gleiche Maschine, nur andere Kanone. Und die sollten also die Su-85 anfangen zu bauen, dann die Su-122 parallel noch weiterbauen, plus noch die T-34-Panzer, die gleiche Basis hatten. Also gleiche Ketten, gleiche Motoren, Getriebe, nur halt noch ein Turm obendrauf. So, zur Sicherstellung der Herstellung Su-85 hatte die Fabrik Nummer 9 im August 1943 110 Kanonen D5S 85 mm liefern sollen. Dabei sollten die ersten Kanonen bereits am 23. August geliefert werden. Im September sollten bereits 170 Kanonen geliefert werden. Im Bild sehen wir den Zusammenbau der ersten Su-85 August-September 1943. Auf der Maschine sieht man verschiedene Paroli, zum Beispiel zur Vernichtung von Tigern. Der Start der Produktion der Su-122 wurde für ihn eine sehr ernsthafte Erprobung. Nicht ein Monat 1943 kam ohne Zwischenfälle aus. Die Fabrik hatte entweder weniger Su-122 geliefert oder weniger T-34 oder der Plan wurde für beide Maschinen nicht erfüllt. Es wurde klar, dass man irgendwas umstellen musste. Und Waffenleitung hatte einen Befehl erlassen von der Uraler Fabrik, die Pflicht zur Herstellung der T-34 wieder zurückgenommen wurde. Die Umfänge der Herstellung von diesem Panzer auf der Fabrik haben niemals 100 Maschinen im Monat überschritten, wegen solcher kleinen Mengen. Im Vergleich also wollte man also kein weiteres Drama eingehen, da die Su-85-Maschine sehr stark an der Front gebraucht wurde. Und das wollte man praktisch nicht riskieren. Es wurde scheinbar der Volkskommissar Malyschew auf seinen Posten wiederhergestellt und scheinbar hat er diese Entscheidung getroffen. Im Sommer 1942 wurde er eben von Stalin von seinen Posten befreit, weil der T-34 nicht in ausreichenden Mengen produziert wurde bis dahin. So hatte die Fabrik in Ural im August die letzten 9 T-34 produziert. Im Bild haben wir eine fertige Su-85 der ersten Charge, noch in der Zeche drin. Drei Maschinen, die miteinander konkurrierten, 80i, Su-85-2 und Su-85-4, wurden auf der Basis der Su-122 gebaut, was eben durch den Erlass vorgesehen wurde von 5. Mai 1943. Zusammenhängend damit hatte man in dem Uraler Werk gewusst von dem sehr engen Kampfraum der Su-122. In seiner besonderen Stellungnahme hatte der Konstrukteur Gorlitzki
vorgeschlagen, Zeichnungen für die Su-85 anzufertigen mit einem breiteren Kampfraum. Dieser Vorschlag wurde angenommen und Ende September, angeführt von Gorlitzki, die Abteilung des Hauptkonstrukteurs der Uraler Fabrik, hatte so eine Variante entwickelt. Doch es kam nicht über eine Skizze hinaus. Su-85 ging in die Produktion und unterschied sich dabei sehr wenig von der Su-85-2. Die Modifikationen betrafen nur die Kanone, die wurde im Konstruktionsbüro modifiziert, und ebenfalls die Panzerungsplatten, ebenfalls die Treibstoffpumpanlage und Elektronik. Panoramaluken wurden verbreitet um 100 mm rechts und 150 mm nach hinten. Es kam eine Schottpanzerung-Kuppel auf den Platz des Kommandanten und Panoramadach wurde verschoben um 30 mm vorn und 100 mm rechts. Also Ausschnitt für die Kanone in der Frontplatte wurde nachgearbeitet nach dem Typ der Su-122M. Pistolenspalte in der rechten Panzerplatte wurde verschoben, also praktisch ein Schlitz, wo man mit Pistole rausschießen konnte. Und letztendlich bestand die Mannschaft der Serie Su-85 aus 4 Mann. Die ersten Maschinen wurden praktisch wie eine Vorserie betrachtet. Außerdem hatte Gorlitzki noch angenommen, dass später in Serie eben die modernisierte Maschine geht, was nicht passierte. So im Bild, die Su-85, die ab der zweiten Hälfte des September 1943 produziert wurden. Es wurden die sogenannten Augenbrauen weggemacht auf den Pistolenöffnungen und es wurden auch die Kanonenbefestigungsumrandungen verändert. Wie auch der Erlass vorgeschrieben hatte, wurde der Zusammenbau der Su-85 angefangen Ende August 1943. Am 26. August wurden 2 Maschinen zur Erprobung geliefert. Es wurde geplant, jeweils 200 Schuss aus jeder Kanone zu machen. Doch in der Praxis hatte die Kanone Nummer 105 251 Schuss ausgeführt und die Kanone Nummer 11 300 Schuss. Schusserprobung wurde also bestanden, obwohl man die Kanonenblende kritisierte, an der Umrandung hackte, die unbewegliche Panzerplatte abdeckte. Und das hatte den Druck auf die Zielmechanismen erhöht. Die Kommission erstellte eine Liste der Modifikationen, die man vor der Serie durchführen sollte, bis zum September. Dann die Fahrversuche hatte eine Maschine bestanden, die 300 Kilometer durchgefahren ist. Die zweite Maschine ging auf dem Kilometer 235 kaputt. Es kam die Wasserpumpe außer Kraft. Beide Maschinen Su-85 hatten Probleme mit Bandagen, mit Gummibandagen auf den Fahrrollen. Dieses Defekt hatte man auch auf dem T-34 und auch auf der Su-122. Hier wird eine Lieferung der Su-85 an die Front abgebildet, Herbst 1943. Die Entscheidung, die Su-85 in die Produktion zu schieben, ohne ernsthafte Modifikationen, erlaubte es, die Zeit zu sparen. Zugunsten kam auch die Entscheidung, die parallele Fertigung der T-34 einzustellen. Mit dem Plan wurde die Fabrik fertig. Zum 1. September 1943 wurden 100 Su-85 geliefert. Der Preis der Selbstfallerfete war der gleiche wie bei der Su-122, 166.500 Rubel. Im September hatte sich ausgewirkt die Verzögerung der Lieferung durch die Fabrik Nummer 9 der neuen D5S-85 Kanonen. In den ersten 10 Tagen des Septembers wurde 57 Su-85 in Dienst gestellt und davon hatten Kanonen nur 26 Maschinen. Nichtsdestotrotz, zum 20. September hatte die Fabrik 83 Selbstfallerfäden geliefert und insgesamt im September 152 Su-85. Obwohl die Situation mit den Kanonen auch sich im Oktober wiederholte, bei den geplanten 160 Su-85 hatte die Fabrik wieder 2 Maschinen mehr geliefert. Im November wurden die Kanonen ohne Unterbrechungen geliefert. Anstatt 165 Maschinen in Sverdlovsk konnte man also 166 Su-85 fertigstellen. Und aus einem ewig zurückbleibenden Unternehmen wurde die Fabrik in Ural zu einem Vorzeigefabrik, die den Plan immer übererfüllte, stabil.
Es hatte sich auch die Situation mit der Qualität verbessert. Su-85, die im September gebaut wurde, 1943, lief im Fahrversuch bereits 1000 Kilometer mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 29,1 km/h auf der Straße und im Gelände 17,9 km/h. Nach dem Fahrversuch stellte sich heraus, dass Motor-Getriebeabteilung der Maschine noch geeignet ist, weiterzufahren, und die einzige Schwachstelle blieben eben die Fahrrollenbandagen, von denen also einer defekt war wegen der Zerstörung des Kugellagers. Und bei einer anderen Rolle wurde eben die Gummibandage zerstört. Ähnliche Defekte der Fahrrollen hatten auch andere Fabriken. Insgesamt war die Su-85 zu dieser Periode die zuverlässigste sowjetische Selbstfahrerfährte. Im Bild haben wir eine verbesserte Konstruktion der Kanonenmontage, die im September 1943 bestätigt wurde. Also man sieht praktisch die innere Panzerung und dann die drauf geführte, praktisch bewegliche Kanonenblende, die praktisch so drüber liegt dann. Ja, da praktisch, wenn man die Kanone bewegt, nach oben, unten oder links, rechts, dann deckt diese Überlappung quasi eben das Löchlein in der Hauptpanzerung ab. So, das bedeutet aber nicht, dass die Su-85 keine Probleme hatte. Von den Defekten wird erzählt in den Ergebnissen der Kontrollversuche, wie auch in den Berichten der Militärvertreter. Von 100 Su-85 der August-Serie hatte der Ingenieur Oberoberst Sucher nur bei 54 keine Defekte gefunden. Eine ähnliche Situation war auch im September. Ein Teil der Defekte wurden dadurch verursacht, dass die Montage nicht qualitativ war. Es gab auch Probleme, die in der Konstruktion der Selbstfahrerfährte lagen. Eine solche Problemstelle war die Befestigung der massiven beweglichen Panzerplatte auf nur vier Schrauben. Also diese Blende, die sich bewegt, wurde nur mit vier Schrauben befestigt. Das war eindeutig zu wenig. Nach einem intensiven Beschuss hing also diese Platte durch. Das heißt, die Blende riss ab und hing also nur auf der Kanone drauf. Bewegte sich nicht mit der Kanone mit, sondern, also, sagen wir mal so, das ist praktisch, wenn ich so zeigen will, das ist praktisch die Blende, und die Kanone, die steckt da so drin, und die sind miteinander verbunden. Und wenn die Schrauben abrissen, besser so praktisch, wenn die Schrauben abrissen, dann hängte die Platte so drauf auf der Kanone und belastete natürlich die Kanone dann dadurch. Fabrik hatte man versucht, diesen Defekt zu beseitigen durch den Austausch von einem der Rückstoßdämpfer durch zwei metallische Lager. Doch es war offensichtlich, dass das Teil einfach ausgetauscht werden muss. Die Zeichnung neuer Panzerplatte, die auf sechs Schrauben befestigt wurde, wurde zum 16. September 1943 bestätigt. Auf den Serienmaschinen wurde diese ab der 95. Maschine verbaut. Im Oktober. Noch früher, im September 43, wurde auch der Abzug verändert, der ebenfalls Defekte hatte. Am 28. August 43 wurde eine neue Version des Kommandantenkuppels bestätigt mit verdickten Wänden bis auf 45 mm. Und das erlaubte eben, die Schottpanzerung loszuwerden. Die Su-85 im Bild ist die vom Ende 1943. Die Panzerung der Kanone eben auf sechs Schrauben. Man sieht also die sechs Schrauben rund um die Kanone. Man sieht neue Hebel und zusätzliche Kettenglieder auf der vorderen Panzerplatte. Die am deutlichsten bemerkbare Veränderung: November 1943 wurde die zusätzliche Befestigung der Zusatzkettenglieder auf der oberen Panzerplatte. Zuerst bekamen sie Maschinen, die am 20. November herausgebracht wurden. Am gleichen Tag kam auf die Luke für das Panoramavisier auch ein Torsion, der praktisch den Öffnungsvorgang erleichterte. Es wurden auch die Verfestigungen für diese Luke verbessert. Im November wurde auch die Kühlung für den Motor verbessert und das System des Druckluftanlassers.
Im Januar 1944 hatte die Uralfabrik den Plan wieder übererfüllt und hatte 176 Maschinen Su-85 geliefert. In diesem Monat hatten die Lieferanten auch das Programm übererfüllt zur Herstellung der D5S-85 Kanonen und am Morgen vom 1. Februar hatte die Fabrik Nummer 9 165 Kanonen geliefert. Und dann hatte die Fabrik Nummer 8 die eigene Version der Kanone entwickelt. Die bekam den Index D5S-85A. Und eine erste solche Kanone wurde Ende Januar gebaut. Also im Bild, so sah die Su-85 im Frühjahr 1944 aus. Äußerlich unterschied sie sich nicht von der Su-85A. Diese Kanone unterschied sich in der Herstellung nicht von der normalen D5S-85. Die Fabrik Nummer 9 baute weiter D5S-85 Kanonen. Die Gründe für die Modifikation waren hausgemacht. Die Fabrik Nummer 8 hatte 85 mm Flak-Kanonen gebaut, die 52K. Und von denen hatte man den Verschluss und den Lauf genommen. Der Militärvertreter Sucher war gegen eine solche Entscheidung, da es Probleme mit der Ersatzteillieferung gab dann. Nichtsdestotrotz, am 28. Januar hatte die D5S-85A-Kanone erfolgreich Beschusstests bestanden und in der Su-85 und ihre Herstellung bekam grünes Licht. Im Januar 1944 wurde auch ein elektrischer Abzug der Kanone erprobt. Dieser sollte auf Maschinen verbaut werden ab Februar 1944. Einer der Experimente war auch der Einbau von zwei Ventilatoren im Dach des Kampfraums. Das ging aber nicht in Serie. Bis zu 185.000 wuchs der Preis der Su-85 an, 185.000 Rubel. Im Bild sehen wir die letzten verhältnismäßig ernsthaften äußerlichen Veränderungen der Su-85. Sie wurden verkürzte Haltegriffe und die verschobenen Pistolenöffnungen auf der rechten Seite des Kampfraums. Der Plan zur Herstellung der Su-85 im Februar 1944 war der gleiche wie im Januar, 175 Maschinen. Und der Plan wurde wieder übererfüllt. Man hatte 176 Maschinen gebaut. Die Fabrik Nummer 9 hatte in diesem Monat 139 Kanonen hergestellt und Fabrik Nummer 8 42. Ein Teil davon waren die D5S-85A. Die Selbstfallerfährten mit dem System D5S-85A bekamen die Bezeichnung Su-85A. Die gleiche Maschine nochmal von oben im Bild. Die Konstruktion der Su-85 wurde weiter modifiziert, weiterentwickelt während des gesamten ersten Quartals 1944. Der Sitz für den Richtschützen wurde also höhenverstellbar. Es gab in den Streitkräften sehr viele Beschwerden, dass es keine solche Möglichkeit gibt. Gegen Ende Sommer 1944 kamen die Bandagen der Fahrrollen ohne die Löcherung. Wir sehen eine Su-85 im Bild der polnischen Streitkräfte, ne, den polnischen Adler über der, also links drüber über der Nummer 6, Bordnummer 612. Parallel mit den Serienfertigungen, in der Serie gefertigten Maschinen, wurden auch Versuchsarbeiten zur Modernisierung der Maschine durchgeführt, wie Versuche auch die Bewaffnung zu verstärken. Als Ergebnis kam die Su-100 raus. Das war die beste von den mittleren sowjetischen Selbstfallerfäden der Kriegsperiode. Am 3. Juli 1944 hatte Stalin eine Bestimmung unterschrieben zur Organisation der Herstellung der Selbstfallerfäden Su-100 auf der Uralmaschfabrik und 100 mm Kanonen D10S auf den Fabriken 8 und 9. Entsprechend diesem Dokument der Beginn der Herstellung zum September 1944 angesetzt. Beginn der Herstellung der neuen Maschine und der Kanone forderte natürlich Zeit. Wo soll man diese Zeit hernehmen? Und aus diesem Grund wurde also die Su-85 weitergebaut bis zum November 1944. Ab dem 1. September 1944 begann die Herstellung der Hybridmaschine. Die bekam die Bezeichnung Su-85M. Das war eine Su-100 mit der Kanone D5S-85A. Der Einbau dieser Kanone auf dem neuen Chassis, auf dem neuen Fahrwerk, verursachte bestimmte Probleme. Doch der Plan von 135 Maschinen konnte eingehalten werden. Im Oktober mit der Entsprechung mit dem Plan wurden 120 Maschinen abgegeben. Die letzten 60 Su-85M wurden gebaut im November 1944. Und danach
konnte die Herstellung komplett auf die Herstellung der SU-100 umgestellt werden. Insgesamt August 43 bis November 44 konnten 2650 SU-85 einschließlich der 350 SU-85M gebaut werden. Also der Unterschied, die SU-85 hatte 45 mm Frontplatte wie die normal, wie der T-34 und die SU-100 bzw. SU-85M hatte dann die 75 mm Frontplatte, also verstärkt. Und die SU-100 hatte dann die fette 100 mm Kanone, die dann praktisch jeden deutschen Panzer auf jede Kampfentfernung quasi zerstören konnte. Die ersten SU-85 kamen zu den Streitkräften September 1943. Wie es sehr oft passiert mit den neuen Maschinen, kamen sehr viele Signale über verschiedenste Defekte. Zuallererst waren sie mit der Kanone verbunden, die S-85. Doch es gab auch andere Probleme. Sehr oft ging der Drehstab von der Fahrerluke kaputt. Diese musste mehrmals modifiziert werden. Es kamen Beschwerden über Risse in den Platten. Es wurden einzelne Defekte im Motorgetrieberaum, in der Motorgetriebegruppe festgestellt. Es gab auch Beschwerden über ungenügende Ventilation des Kampfraums, was eben zum Grund wurde für die Experimente mit dem Einbau von zwei Ventilatoren. Die Einführung kam erst mit der Umstellung auf die Herstellung der SU-85M bzw. SU-100. Hier werden frühe SU-85 verladen, Sverdlovsk, Herbst 1943. Offiziell war SU-85 vorgesehen zur Erfüllung eines weiten Spektrums von Aufgaben, doch hauptsächlich kämpfte sie gegen die feindlichen Panzer. Bestand das Regiment aus vier Batterien zu jeweils 4 SU-85. Dementsprechend nach der Vorschrift bekam jedes Regiment einen T-34 als Kommandantenpanzer. In einem solchen Bestand war zum Beispiel der 1435. Selbstfahrlafettenregiment. Das ist der zu Beginn mit den SG-122 kämpfte. Das war praktisch, SG-122 ist eine erbeutete, von den Deutschen erbeutete, von den Sowjets umgebaute Stuk 3. Da war praktisch Stuk 3 auf eine 122 mm Kanone, sowjetische Haubitze, umgebaut worden. Ausgerechnet dieses Regiment bekam einer der ersten eben die SU-85 zur Bewaffnung. Am 2. Oktober 1943 befand sich dieser im Bestand der 68. Armee. Gegen 14 Uhr des 2. Oktober, die erste Batterie 1435. Regiments, nahm die Verteidigungsstellung im Gebiet Klementjewo ein und befand sich in der Befehlsgewalt des Kommandanten 159. Schützendivision. Am nächsten Tag, gegen 11.30 Uhr, haben die sowjetischen Streitkräfte den Fluss Merea forciert, also überquert. Die Offensive wurde durch 285 unterstützt. Die Deutschen öffneten das Feuer, die erste Maschine wurde beschädigt, zwei Mannschaftsmitglieder wurden getötet, zwei wurden verwundet. Die restlichen in Hinterhalt befindlichen Maschinen eröffneten das Feuer auf die sich eröffneten Panzer und die Artillerie des Gegners. Und die Selbstfahrlafette konnte auf ihre Rechnung einen Tiger schreiben, aber höchstwahrscheinlich war das ein Panzer eines anderen Typs. Auf weite Kampfentfernungen konnte man damals noch nicht so gut einen Panzer von dem anderen unterscheiden, wenn man noch nie den einen oder anderen gesehen hatte. Und es gab kein Internet, wo man kurz mal googeln konnte, wie sieht jetzt der Tiger aus. Irgendwas Rechteckiges mit einer langen Kanone. Das wusste man. Und ein Panzer 4 später Modifikation hatten auch lange Kanonen, waren auch rechteckig. Im Bild SU-85 an der Front Ende 43. Zur Erforschung der Gefechtserfahrung von diesen Maschinen an der Front wurde eine spezielle Kommission erschaffen. In diese gingen auch Stellvertreter der Leiter der Selbstfahrlafetten, Artillerie und Oberpanzerleitung. Ingenieurmajor Kusin, Ingenieurkonstrukteur Popkov und der Leiter der Panzerherstellung der Fabrik Jarowinski ein. Erforschungsobjekte wurde also der 69. Panzerregiment, der 8. Mechanisierten Korps
Und 1440. Selbstfahrer-Lafettenregiment des 7. Mechanisierten Korps. Das Panzerregiment, ungeachtet des Namens, wurde mit Su-85 komplettiert. Zum Moment des Ankommens der Kommission hatten sie einen 300 Kilometer Marsch hinter sich und hatten noch kein Gefecht geführt. Doch der 1444. hatte schon Gefechtserfahrung auf Su-122. Sie hatten 6 Maschinen verloren und haben auf ihre Rechnung 19 abgeschossene und 15 niedergebrannte Panzer und 3 abgeschossene Selbstfallerfäden des Gegners geschrieben. Kämpfend mit dem Su-85 hatte das Regiment 5 Maschinen verloren und hatte auf ihre Rechnung 18 Panzer geschrieben, davon 6 als Tiger identifiziert wurden. Also die Kommission hat praktisch 6 Panzer identifiziert, 6 Panzer als Tiger identifiziert, das heißt, es waren sicher Tiger. Alle verbliebenen Su-85 von diesem Regiment hatten mehrere Trefferspuren an der Frontpanzerung. Die Granaten hinterließen Eindrücke bis zu 85 mm Tiefe, die verschweißt wurden durch Elektroschweißgerät. Alle Verluste waren in anfänglichen Periode der Verwendung aufgetreten, als die Selbstfallerfäden praktisch als Panzer eingesetzt wurden. Also die haben nach vorne gedrückt, quasi erste Linie. Man hat der ersten Linie haben gedacht, die haben tolle Panzerung. Nachdem die Su-85 eben als Selbstfallerfäden verwendet wurden zur Unterstützung, hatte sich die Situation gleich verändert. In der Regel waren diese Maschinen hinter den Panzern gefolgt, in einem Abstand von 200 bis 300 Meter. Nach den Worten der Mannschaften konnte die Frontpanzerung des Tigers durch ihre Kanone auf einer Distanz von 600 bis 800 Meter durchschlagen werden und die Seitenpanzerung aus einer Distanz von 1200 bis 1300 Meter. Warum solche Variationen 200 Meter plus minus? Natürlich abhängig von dem, in welchem Winkel praktisch der Tiger zu einem stand, wo man praktisch frontal auf den Tiger geschossen hat oder dann in einem Winkel. Da müsste natürlich man näher ran. Die Maschine war auch effektiv genug, ein effektives Unterstützungsmittel für die Infanterie. Im Bild haben wir eine abgeschossene Su-85 Anfang 1944. Eben wieder das Ergebnis des Einsatzes einer Selbstfallerfäden als ein erster Linie Panzer. Ist ein Fehler. Wir haben 2 Rotarmisten auf dem Panzer, die reingucken, und der rechte davon hat eine deutsche Maschinenpistole MP40 auf dem Rücken. Su-85 bekamen eine hohe Einschätzung ihrer Mannschaften. Man schätzte sie für eine genaue Kanone, gute Manövrierfähigkeit, die dem T-34 nichts nachstand, hohe Zuverlässigkeit. Hatte man im Herbst 1943 bereits vermerkt, dass die Leistung der Kanone trotzdem nicht ausreichend ist. Distanz der garantierten Bekämpfung der deutschen Panzer wollte man erhöht haben bis auf 1500-2000 Meter. Und die Rechtmäßigkeit solcher Forderung wurde eben Ende 1943 bestätigt, als sich herausstellte, dass die Frontpanzerung der Panther nicht von D5S85 durchschlagen werden kann. Ja, die Frage ist, warum konnte der Tiger durchschlagen werden und der Panther nicht? Weil der Panther eben eine angewinkelte Panzerung hatte, obwohl sie 85 mm statt 100 wie beim Tiger war, 85 mm, trotzdem durch den Winkel war die Frontpanzerung effektiver als beim Tiger. Ebenfalls hatten die Mannschaften darum gebeten, die Frontpanzerung der Su-85 zu verstärken. Sollte auch der Bestand verändert werden und der Bestand pro Regiment von 16 auf 22 Maschinen erhöht werden. Die Benutzung der T-34 als Kommandeursmaschine war eine schlechte Idee. Der Gegner verstand sofort, dass im Panzer der Kommandant sitzt, und versuchte natürlich, diesen zuerst zu zerstören. Ja, die Deutschen waren ja nicht blöd, ne? Die haben gesagt, T-34, bestimmt hockt der Kommandant da drin, gleich ab mit dem, und die anderen sind dann ohne Leitung. So, im Bild haben wir sowjetische Selbstfallerfäden in Bucharest Ende August 1944. Ungeachtet der begrenzten Möglichkeiten der Kanone war die Su-85 eine der ergebnisreichsten Selbstfallerfäden der Roten Armee. 22. November 1943, als sie
sich in einem Hinterhalt befanden, südlich von Jastrebny, die Maschine des Leutnant Krysow, Unterleutnants Makarow aus dem 1454. Regiment. In Verbindung mit der Artillerie konnten einen Angriff der Deutschen zurückschlagen, der ungefähr 60 deutschen Panzer beinhaltete. Darunter waren 11 Tiger. Die Mannschaft von Krysow hatte 3 Panzer abgeschossen und einen zerstört, zusammen mit der Selbstfallerfete von Makarow. Ein Monat später, am 29. Dezember 1943, wurde ein Gefecht geschlagen für Antopol-Bojark, in dem sich der Leutnant Kurochkin ausgezeichnet hatte, der mit den Gegnern kämpfend aus der Division SS Leibstandarte Adolf Hitler hatte die Mannschaft von Kurochkin 2 Tiger ausgetrickst und einen davon zerstört. Später wurde diese Episode von Kurochkin so beschrieben in seinem Buch Na Wojnie Kak Na Wojnie, im Krieg ist wie im Krieg. Das ist der Film, den ich euch schon mal gezeigt habe und übersetzt habe für euch. Hier haben wir mal was ganz Geiles. Ich glaube, ich wette, es fällt euch überhaupt nicht auf. Und zwar, wenn ihr das Fahrwerk von dieser Maschine betrachtet, werdet ihr sehen, dass die Fahrrollen sich voneinander unterscheiden. Die allererste und dann die zweite und die dritte Fahrrolle sind etwas anders. Und zwar sind diese Fahrrollen von dem Panther, meine Damen und Herren. Solche Episoden in der Karriere der Su-85 gab es nicht wenige. Da ihre Kanone nicht immer Tiger und besonders Panther bekämpfen konnte, hatte das die sowjetische Selbstfallerfete daran nicht gehindert, andere deutsche Panzer effektiv zu bekämpfen und die Selbstfallerfetten. Ja, Tiger und Panther gab es halt nicht sehr viele, ne? Die Rote Armee bekam letztendlich eine effektive Panzerabwehrmaschine der mittleren Klasse, die am nächsten ein Analog zu der deutschen Stuk 40 Ausführung G war. Warum Stuk 40 Ausführung G? Weil Stuk 40 Ausführung G war auch mobil vergleichsweise und hatte eine lange Kanone mit einer hohen Mündungsgeschwindigkeit, also 75 mm Kanone, und war also ein ausgezeichneter Jagdpanzer. Dabei war die Su-85 der deutschen Stuk in fast allen Belangen überlegen. Jedoch die Panzerung der deutschen Selbstfallerfette war etwas besser, befand sich aber praktisch vertikal ohne rationelle Winkel. Während der Instandsetzung bekamen manche Su-85 Fahrrollen von erbeuteten deutschen Panzern Panther. Mit der Berücksichtigung der Erfahrung der ersten Gefechte wurden die Kommandeurs die 34 eben durch Su-85 ausgetauscht, und später wurde auch neue Bestimmung rausgebracht, entsprechend der die Anzahl der Selbstfallerfäden in Batterien bis auf von 4 auf 5 erhöht werden sollte. Entsprechend pro Regiment wurden jetzt 21 Maschinen, also 4 mal 5, 20 plus eine Kommandeursmaschine, 21 Maschinen vorgesehen. Hier im Bild haben wir Su-85M, das sind die, die praktisch für die 100 mm Kanone schon vorgesehen wurden in Berlin. Anfang 1945 kamen auch die Su-100 ins Gefecht, die eine bessere Panzerung hatten, frontal, und sehr viel stärkere Kanonen. Jedoch blieben Su-85 die sowjetischen Hauptjagdpanzer bis zum Ende des Krieges. Diese Maschinen, darunter auch Su-85M, waren auch dann in der Bewaffnung der polnischen Streitkräfte. Nach dem Krieg bestanden diese Maschinen auch in der polnischen Armee zusammen mit den Su-100. Ausgerechnet in Polen wurde bis zu unseren Tagen am meisten
komplizierte Maschinen von diesem Typ aufbewahrt, blieben erhalten. Bis auf zwei erhalten gebliebene Su-85 in den Militärmuseen der Stadt Poznań gibt es nur eine einzige erhaltene Su-85M. Insgesamt bis zu unseren Tagen, in einem oder anderen Zustand, überlebten nur 11 Su-85. Und die am meisten interessant, es steht in Tbilisi, Tbilisi ist in Georgien, das ist die einzige erhaltene Su-85 der Herstellung 1943. In Moskau, im Zentralen Museum der Militärstreitkräfte, gibt es auch eine Su-85. Das ist eben die Selbstverlauffete von diesem Maleschkin. Also ist sehr gut erhalten. Also das sind die perforierten, die gelochten Bandagen für die Rollen. Und die waren eben anfällig für diese Zerstörung, deswegen man später auf die ungelochten umstellte. Und man sieht auch hier ein bisschen Profil auf der rechten Bandage gibt es kein Profil. Das ist diese Fotos sind für Modellbauer vielleicht interessant. Kann ich auch später einen Link reinstellen mit der Fotostrecke. Diese Dinge waren nicht hochklappbar, ne, diese Bleche da. Das ist praktisch zusätzliche Kettenglied frontal. Die 6 Schraubenbefestigung. Das ist die Sicht von oben quasi drauf geklettert. Ja, in Russland geht das alles. Im tschechischen Museum habe ich mal einen Panzer am Lauf angefasst. Da kam sofort die Wächterin, hat mich zusammengeschissen. Ich soll nichts anfassen. Als ob ein Panzer davon rosten würde oder was, wenn ich ihn anfasse. Naja. Könnte also die Kanone, die hält mehrere Tonnen Schusskraft, stand und dem kannst du nichts tun. Den machst du nicht kaputt. Das ist praktisch so zweitürige Luke da. Das ist die Fahrerluke. Das ist der Pistolenschlitz. Das sind die langen Griffe. Panoramasicht. So, Freunde, das war's dazu. Ich mache Schluss. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Adios.